Hey, ich habe es gut. Halleluja! Nicht Spaß, als wenn ich so eine Begrüßung hätte, wenn ich solche, so eine Begrüßung hätte, ne? Dann, wo kämen wir denn dann hin hier, also? Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist lange kein Video gekommen. Das liegt auch insbesondere daran, weil ich nie Zeit habe, beziehungsweise ich weiß, was ich zocken soll. Jetzt habe ich so ein Spiel gefunden, wie man da sieht, auf Steam. Was sich sehr spannend anhört. Und ja, vielleicht hört man sich, ein bisschen erkältet, ne? Ventilator, ihr wisst schon, im Sommer, ergibt Sinn. Ja. Wie ihr seht, ist das der Electrician Simulator. First Shock. Keine Ahnung, warum das so heißt. Soll das lustig sein, nur so. Ist es nicht. Es ist von Take It Studio Ultimate Games oder GF Gaming Factory. Also heißt das gleiche. Die haben da irgendwie mitgemacht. Egal. Wir gehen jetzt jedenfalls. Gott. Von den Ohren. Wir gehen jetzt jedenfalls auf neues Spiel, weil wir wollen ja wissen, was hier abgeht. Okay. Oh, interessant. Hallo, mein Junge. Danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Hm, ja. Wie ich sehe, bist du bereit, deine Reise als echter Elektriker zu beginnen. Was? Prima. Ja, ich habe nicht mal ja gesagt, ne? Im Moment brauche ich Hilfe bei einigen kleinen Aufgaben in den Häusern unserer Stammkunden. Oh, du brauchst erst eine Einführung. Also gut. Ich brauche keine Einführung, Digga. Die sind so pervers, Alter. Weg damit, Digga. In der linken oberen Ecke kannst du deine aktuellen Angaben und Aufträge sehen. Da du schon mal hier bist, kannst du mir helfen, den ganzen Müll zu verkaufen, der in der Garage herumliegt. Eine Belohnung? Okay, du kannst das Wechselgeld gehalten. Das Ding ist, ich habe nicht mehr nach einer Belohnung gefragt. Was ist das für eine Scheiße? Man muss manchmal Sachen überspringen, sonst kommt man hier... Nie. Mann. Okay. Dann verkaufe ich die ganze Scheiße mal. Was sollte man mit dem Spiel vielleicht auch machen? Wer will denn bitte hier für Geld haben, ey? Toll, unsere Garage ist sauber. Nun zumindest sauberer als vorher. Wie lustig. Jetzt geh zu meinem Laptop und nimm meinen Auftrag an. Du brauchst natürlich ein Passwort, aber wo habe ich es nur hingelegt? Was fragst du mich das, Digga? Du sagst mir, ich soll den Laptop entsperren, aber weiß selber nicht, wo du das Passwort hingelegt hast. Und ich soll mich jetzt darum kümmern, wo das ist, oder was? Ernsthaft. Er legt das Passwort auf den Laptop und kann sich erinnern, wo er es hingelegt hat. Also manchmal frage ich mich wirklich, was es hier für Leute gibt. Manchmal muss man die linke Maustaste drücken, um zu interagieren. Ach, wow. Du kannst aber auch die linke Maustaste halten, um in einen Inspektionsmodus zu gelangen. Was? Da müssen sie den ganzen Bildschirm verschwimmen lassen, um einem das zu sagen, was man sowieso selber sofort danach herausfinden würde. Das ist ein Inspektionsmodus, indem man einfach einen Zettel sich anguckt, wie man es auch einfach so machen würde. Passwort auf der Rückseite. Wie sicher, dass jetzt dieser Typ überhaupt Chef geworden ist, ne? 2780 ist es in dem Fall. Postfach. Hier werden alle deine Nachrichten angezeigt. Schau hier nach, wenn du neue Kunden und Aufträge finden willst. Akzeptiere die, die dir am besten gefallen und mach dich an die Arbeit. Okay. Einfach mal die Kunden, die es wirklich nötig haben, sitzen zu lassen, nur weil ich jetzt mal Bock habe, was anderes zu machen, ne? Geschäft. Hier findest du alles, was du für deine Arbeit als Elektriker brauchst. Werkzeuge, Kabel und... Nun, das ist alles für den Moment. Dies ist schriftlich nur... Ist schriftlich. Sieht man mal, wie das einen hier aus dem Konzept bringt, dieses Spiel. Dies ist schließlich nur eine Einleitung. Ich dachte, es ist eine Einführung, ihr Dullis. Ach du heilige Scheiße, was, wer ist er denn? Finsternis im Bad. Okay, da wollen wir mal sehen, was dieser Typ hat. Was er für Mängel hat, ey. Ich wollte das Licht im Bad anmachen und es hat nicht funktioniert. Boah, jetzt geht die Welt unter. Ich bin ein alter Mann und es ist wirklich schwierig, im Dunkeln ein Bad zu nehmen. Ich hoffe, dass es eine Reparatur des Lichtschalters kein großes Problem sein wird. Ich bin reich und kann nicht viel dafür bieten, aber ich hoffe, du hilfst mir trotzdem. Ach so, warte, Moment. Ich bin nicht reich und kann nicht viel dafür bieten, aber ich hoffe, du hilfst mir trotzdem. Also erstmal, wir kennen uns nicht. Warum duzen sie mich dann? Diese Wohnung sieht auch ganz schön scheiße aus. Und ja, deswegen. Also ich sag euch, wie es ist.
Man soll sich ja einen Auftrag, dem einen gefällt, aussuchen, dem einen gefällt. Ich sehe hier aber nur einen. Ich kriege 120 Euro dafür und ich soll die Sicherung ausschalten, den Lichtschalter reparieren und prüfen, ob der Lichtschalter funktioniert. Okay, akzeptieren. Richtig gehört, du hast einen ersten Auftrag angenommen. Am Ende der Kundennachricht findest du die Liste mit den vorgeschlagenen Gegenständen. Du kannst prüfen, welche davon du brauchst, sie in den Warenkorb legen und sie im Electrify-Geschäft kaufen. Okay, danke. Das war ausnahmsweise mal eine etwas hilfreiche Nachricht. Okay, was brauche ich dafür? Ein Schraubendreher. Gib mal, kaufen. Nee, ich will den Artikel natürlich nicht kaufen, sondern ich habe nämlich deswegen nicht auch kaufen gedrückt, Mann. Puh, ich hab den jetzt, ja. Gut. Ja, ich möchte ihn mitgeben, meine Freunde. Nun, dein erster Einsatz. So, jetzt geht's los. Das ist dein erster Auftrag als Elektriker. Ach was? Jedes Mal, wenn du in das Haus eines neuen Kunden kommst, kannst du einen kurzen Blick darauf werfen. Aber zuerst gehst du zum Sicherungskasten, das Wichtigste bei jedem Job als Elektriker. Ach, wer hätte gedacht, dass ich zum Sicherungskasten gehen muss? Ich dachte, ich muss erstmal schön an die Leitung fassen und mir einen richtig fetten Stromschlag abholen, damit ich Dr. Bipper machen kann. So, nun, da ist der Sicherungskasten. Sicherungskastenanleitung. Denk dran, immer wenn du mit elektrischen Geräten arbeitest, schaltest du zuerst die Sicherung oder den Strom aus. Ja, Freunde, mir das ja noch sagen. Denken die wirklich, man ist so dumm und fasst einfach so eine Steckdose? Es kann schwierig sein, die richtige Sicherung zu finden. Aber du kannst immer die Hauptsicherung ausschalten. Das ist sehr wichtig, wenn du keinen Stromschlag riskieren willst. Boah, ach, nee, man muss die Sicherung nicht ausschalten. Nee, man kriegt auch keinen Stromschlag. Es heißt ja auch nicht Stromkasten oder Sicherung oder Stromleitung. Nee, alles ohne Strom sowieso schon. Der alte Mann hat das sowieso schon gemacht, weil er denkt, dass wir zu doof dafür sind. Oh, auf jeden Fall. So, jetzt muss man zu dem Schalter, wie es aussieht, ne? Okay, der ist anscheinend wirklich im Arsch. Wer hat's gedacht? Inspektionsmodus. So. Repariere den Lichtschalteranleitung. Klicke linke Maustaste, um auf verschiedene Teile des Lichtschalters, um ihn auseinanderzunehmen. Also heißt das, ich soll den Lichtschalter dissen oder was? Du kannst die Kamera drehen, heran und wegzoomen, versuche den Lichtschalter zu zerlegen. Und jetzt kommt der knifflige Teil, die Drähte. Zunächst helfen wir dir dabei, sie an die richtigen Stellen anzuschließen. Suche einfach den Elektrosymbol und das Lampensymbol und Ikonen, die verbinde die beiden Phasen mit den entsprechenden Slots, Digga. Nachdem alles entsprechend angeschlossen ist, solltest du in der Lage sein, das Licht einzuschalten. Gut gemacht. Ich habe noch nicht mal fertig gemacht, aber sie sagen einfach gut gemacht. Den kann man ja mal machen. Aha. Ich habe eben die Sicherung nicht ausgemacht, weil die mich ja alle so abgelenkt haben. Aus. So, wie auch immer. Auf. Und da ich schlau bin, weiß ich genau, dass einer, dass der hier, Moment, hier rein muss. Und der selbstverständlich. Moment. Dass der hier rein muss und der selbstverständlich da rein muss. So, jetzt geht man zurück und guckt. So, jetzt gehe ich natürlich zu dem Sicherungskasten. Na, selbstverständlich macht es wieder an. Und guck, ob das funktioniert. Moment. Ja, es geht. Dieser Mann, dieser komische. Mal gucken, was der. Was kann ich jetzt wieder rausgehen? Ja, natürlich ins Büro, Digga. Und jetzt, also Laptop war ja klar. Hallo, Sir. Ich habe diese alte Konsole im Haus meines Opas gefunden. Ich wollte darauf spielen, aber die Steuerung funktioniert nicht. Können Sie mir helfen? Mein Papa hat gesagt, dass die Batterie nicht in Ordnung ist. Können Sie das reparieren? Ich habe kein Geld, also wenn Ihnen nichts... Also, kann Ihnen nichts geben, aber bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich möchte Spiele spielen. Ich sehe ganz ehrlich, so ein kleiner Joey Thomas, ne? Der hat nicht mehr das Recht dazu. Also von daher, eine andere Art von Auftrag, eine Werkbankmission. Das kleine Werkzeugsymbol, das auf der
das auf den Unterschied hinweist, ist dir doch aufgefallen, oder? Es ist möglich, Aufgaben verschiedener Typen gleichzeitig anzunehmen. Geh zurück zur Werkstatt und sieh dir die Werkbank an, um dort den angenommenen Auftrag zu überprüfen. Nee, mache ich nicht. Ich nehme einen anderen. Guten Morgen. Ich bin neu in dieser Stadt und hatte nicht einmal die Gelegenheit, meine Sachen auszupacken, aber es gibt bereits eine Kleinigkeit, die mich stört. In meinem neuen Haus gibt es viele Steckdosen, aber die meisten funktionieren nicht. Ich kann nicht fernsehen und kann keine Lampe im Schlafzimmer anmachen. Jetzt weiß ich vermutlich, warum das Haus so billig war. Oh, meine Dame. Da haben sie leider die Arschkarte gezogen. Das haben sie davon. Und sowas holt man sich doch nicht, so ein Haus, Mann. Was ist das denn? Aber ja, ich bin mal nicht so ein Spast. So, jetzt bin ich hier bei dieser guten Dame. Glaube ich zumindest, dass sie gut ist. Dann muss ich erstmal diesen komischen Sicherungskasten finden, oder wo sie den hingetan hat. Ich brauche einen Schlüssel, ach was. So, die Hauptsicherung muss aus, das ist ja klar. Auf den ersten Blick fällt dir vielleicht eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Schaltern und Ausgängen auf. Die sind ein wenig vergleichbar, aber die Kabelverbindung ist ganz anders. Außerdem gibt es Einfach- und Doppelsteckdosen und noch viele mehr. Die Drähte in den Steckdosen scheinen komplexer zu sein, aber dieses Mal ist es wirklich schwer, einen Fehler zu machen. Noch einmal, fang einfach den Ikonen. Beachte die verschiedenen Arten von Drähten. Leitung L, neutraler N und Schutzleiter P. Nachdem alles entsprechend angeschlossen ist, solltest du in der Lage sein, den Stecker einzustecken und ein elektrisches Gerät anschließen. Gut gemacht, ne? So, mal kurz gucken. Okay. Das ist so einfach, Mann. Also, ab, ab, ab. Rot, gelb, blau. Jetzt muss die ganze Scheiße wieder zu. Jetzt kommt man hier hin. Die ist auf der anderen Seite. Fuck. Ich glaube, die muss man auch nehmen, ne? Kann man gar nicht nehmen, die ist ja anscheinend in Ordnung. Den Schlüssel habe ich dann auch gefunden. Den kann man benutzen, um hier reinzukommen. Auf. Nehmen wir mal diese Steckdose. Die sieht anscheinend ziemlich gefährlich aus. Größer. Auf. Auf, auf. So, das ist ja ganz einfach. Wir nehmen jetzt... Wo sind die Dinger hier? Rot. So. Rot. Gelb. Blau. Oh mein Gott. Das müsste reichen. Zu. Weg. Wo haben wir jetzt noch ein scheiß Problem? Mach den Fernseher an. Bitte. Anscheinend ist diese Steckdose noch im Arsch. Aber wie es aussieht, ist die... Doch, die ist im Arsch. Okay. Dann auf. Nein, die ist nicht im Arsch. Was ist denn hier los? Ah, ich bin so dumm. Ich habe den Sicherungskasten aus. Ich bin so gut. Zuerst ist es ins Büro. Natürlich will ich jetzt zurück ins Büro. Egal. Okay. Nun, wir sind jetzt wieder hier. Ich habe 2 Aufträge gemacht. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ich das nochmal spielen soll, beziehungsweise weiterspielen soll, lasst gerne ein Like da. Wenn euch der Content auf meinem Kanal gefällt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Oder ihr macht einfach beides, das würde mir auch Geld einbringen. Spaß, ich kann da noch mal Geld einbringen. Ich kann mir noch selber kein Geld einbringen mit YouTube, ich muss erst 1000 Abonnenten haben. Deswegen könnt ihr mir gerne dabei helfen, 1000 Abonnenten zu kriegen. Ihr könnt mir auch gerne Spielwünsche in den Kommentare schreiben, aber ich hoffe, ihr schreibt nicht Kommentare, wo Spiele drinstehen, die irgendwie 1000 Euro oder so kosten, weil ja... Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr wollt. Und schreibt auch was in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.